Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Abschlusstermin unserer Reihe vom Reiz der Sinne, wie immer gemeinsam organisiert vom Institut für populärwissenschaftlichen Diskurs, CORTICES, und dem Nikolaus-Kopernikus-Planetarium Nürnberg. Sie haben alle den Weg hierher gefunden, sei es zu Fuß oder mit einem privaten oder öffentlichen Verkehrsmittel. Vielleicht haben Sie auch ein Personenbeförderungsunternehmen beauftragt und sind etwa mit dem Taxi beim Planetarium eingetroffen. Welchen Weg auch immer Sie gewählt haben, er wird auf oder allenfalls einige Meter unter dem Erdboden verlaufen sein. Kaum jemand von Ihnen dürfte mit dem Hubschrauber angereist sein, und das wäre auch schwierig geworden. Zwar wird das benachbarte Plärrerhochhaus umgebaut, aber ein Hubschrauberlandeplatz oben am Dach ist meines Wissens nicht Gegenstand der Planungen, vielleicht noch nicht. Individueller Flugverkehr dürfte aus heutiger Sicht ausgesprochen utopisch anmuten. Und doch werden wir heute einiges zum Forschungsprojekt MyCopter hören, das sich genau damit befasst. Man bedenke, wer wirklich Zukunftsweisendes hören will, der muss die Grundlagenforschung befragen, nicht die deutsche Automobilindustrie. Es gibt beim Thema privater Luftverkehr vieles zu bedenken. Wie werden Zusammenstöße vermieden? Wie wird die Steuerung vereinfacht? Kann man dabei an Erfahrungen aus der Automobilsteuerung anknüpfen? Wie viel steuert die Technik alleine und wo muss der Mensch eingreifen, beziehungsweise wo darf er noch eingreifen? Die Schnittstelle zwischen Mensch und Technik hat sich an den Wahrnehmungs- und Steuerungsfähigkeiten, an den Erwartungen und Möglichkeiten des Menschen zu orientieren. Wir haben, und darüber freue ich mich zum Abschluss und Höhepunkt dieser Reihe ganz besonders, einen der führenden Experten auf diesem Gebiet heute als Referenten hier. Herzlich willkommen, Professor Heinrich Bülthoff aus Tübingen. Einige Worte zum Lebenslauf. Herr Bülthoff hat nach seiner Promotion in Biologie in den 1980er Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik und am Massachusetts Institute of Technology, am berühmten MIT, gearbeitet, bevor er einige Jahre als Professor an der Brown University in Providence in den USA tätig war. In den Jahren 1988 bis 1993 ist das gewesen. Vor nunmehr 25 Jahren wurde Herr Professor Bülthoff zum wissenschaftlichen Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft und zum Direktor am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik berufen. Er leitet dort die Abteilung Wahrnehmung, Kognition und Handlung. Seit 1996 ist er außerdem Honorarprofessor an der Universität Tübingen. Zahlreiche Mitherausgeberschaften, Beirats- und Gremientätigkeiten bereichern sein wissenschaftliches Leben. Herr Bülthoff hat in den vergangenen Jahren die europäischen Projekte Cyberwalk und MyCopter, das sind wissenschaftliche Forschungsprojekte mit Anwendungsbezug, initiiert. Und so kann er uns nun aus erster Hand berichten, wie sich ein fliegendes Auto anfühlt. Herr Bülthoff, bitte. Ja, Herr Fink, herzlichen Dank für die Einführung und auch die Einladung, hier zu sprechen in diesem interessanten Vortragssaal mit einer Rundprojektion, etwas ungewöhnlich und sicherlich spannend. Wie sich ein Auto anfühlt, also mit dem Fühlen, ist das ja so eine Sache. Und den Titel habe ich ehrlich gesagt auch nicht selber gemacht, den hat Herr Rosenzweig für mich gemacht. Aber ich komme ganz am Schluss dann nochmal auf das Fühlen zurück, aber ich werde im Wesentlichen von der technologischen Vision und der Umsetzung sprechen. Der Traum von fliegenden Autos ist ja nicht wirklich neu, ist, glaube ich, so alt wie die Automobile selber. Ich träume seit meinen Teenage-Jahren, vor 50 Jahren, davon, als ich in Science-Fiction-Romanen davon gelesen habe und dann später auch in Filmen oder auch in James-Bond-Filmen oder in dem Film Das fünfte Element solche
Zukunftsvision gesehen habe. Aber bis heute gibt es noch keine fliegenden Autos. Also da fehlt doch noch irgendetwas. Also es gibt, wie gesagt, Erfinder, die das schon probiert haben. Einige sind dabei auch ums Leben gekommen bei diesen Vehikeln. Aber bis heute ist das nicht gelöst. Aber gerade in der letzten Zeit, also ab 2000, hat sich doch einiges getan. Auf der linken Seite sehen wir so ein Gerät, was auf der Straße landen kann, dann seine Rotoren anlegt und dann so als Trike tatsächlich weiterfahren kann. Und auf der rechten Seite sehen wir etwas, was Studenten am MIT entwickelt haben und dann mit viel Geld in eine Firma umgewandelt haben. Terra Future, das ist ein fliegendes Auto, aber das ist auch geflogen, aber es ist immer noch nicht kommerziell erhältlich. Und es gibt eben tatsächlich auch Probleme mit diesen. Also erstens sind die fliegenden Autos auch nicht für jedermann. Man braucht dann schon auch eine Pilotenlizenz. Und letztendlich ist es auch eine Kompromisslösung. Es ist weder ein gutes Flugzeug noch ein gutes Auto. Das ist eher der Gegenteil der Fall. Und außerdem braucht es Infrastruktur. Es braucht immer noch Flugplätze und es braucht auch Straßen. Und das ist etwas, was eigentlich meiner Vision völlig entgegenspricht. Die Europäische Kommission hat im Jahre 2007 eine Studie gemacht, wie der zukünftige Luftverkehr in 2050 vielleicht aussehen könnte. Das war eine Out-of-the-Box-Studie, das war wo viele Leute daran gearbeitet haben. Und ein Thema war auch, wie der persönliche Flugverkehr, also Air-Vehicles, PAVs, wie ich das in Zukunft jetzt immer nennen werde, PAVs, also persönliche Luftfahrtgeräte. So etwas, das sieht eben eher aus wie aus Science-Fiction-Bildern. Aber Sie werden nachher sehen, also so ganz schlecht waren die Künstler, die dieses Bild kreiert haben in dieser Studie. So ganz weit entfernt waren sie gar nicht davon. Sie kennen alle die Drohnen, die Quadcopter, Hexakopter, Oktokopter, die mit Kameras um ihre Gärten herumfliegen. Also die hochskaliert, das ist ein bisschen das, was Sie hier sehen. Aber auch das können Sie noch nicht kaufen. Weil, und das ist das, was die EU, die hat dann ein Förderungsprojekt aufgelegt, wo sie gefragt haben, sich dazu bewerben, wie solche zukünftigen Personal Air Vehicles wohl aussehen sollten und wie man das machen kann. Aber sie haben auch gleichzeitig gesagt, also bitte kein Vorschlag für noch eins von diesen Geräten. Es gibt noch viele, viele Probleme, die noch zu lösen sind. Zum Beispiel das, was Sie hier aufgelistet haben. Wie viele PAVs tolerieren wir eigentlich wirklich? Wer darf und wer kann fliegen? Wie steht es mit der Sicherheit? Und wie werden diese Verkehrssysteme, dieses völlig neue Konzept für Verkehrssysteme, wird das integriert in die bestehenden Verkehrssysteme? Und die bestehenden Verkehrssysteme, die wir haben, also für den Fernverkehr, haben wir ja schon eigentlich sehr gute Systeme, das heißt die Bahn und das Flugzeug. Das hat den Vorteil, dass man relativ schnell vorwärts kommt, aber ist natürlich an Infrastruktur gebunden. Also man braucht Flughäfen und Bahnhöfe. Also man braucht schon eine und natürlich auch man braucht eine teure Infrastruktur. Für den Nahverkehr haben wir uns das Auto angeschaut und das hat natürlich den immensen Vorteil, dass wir wirklich von Tür zu Tür fahren können, also ohne irgendwelche Zwischenlösungen. Aber das ist, wie wir alle wissen, oftmals ziemlich langsam, weil wir dann im Stau stehen. Und es braucht eben auch eine sehr teure Infrastruktur, Straßenbrücken und so weiter. Und was wir gesehen haben, ist, dass der derzeitige Straßenverkehr wirklich tatsächlich große Probleme hat. Gerade
zu Hauptverkehrszeiten, wenn sie zur Arbeit fahren oder wenn sie zurückkommen, dann stehen sie doch oft im Stau. Und ich denke, und es hilft auch nicht wirklich, jetzt noch mehr Autobahnspuren zu bauen, weil dann nimmt der Verkehr wieder zu und dann steht man auch dann wieder drin und verbraucht also wirklich sehr viel kostbares Land und baut Infrastruktur, die wir uns vielleicht gar nicht mehr leisten können, die Unterhaltung mehr leisten können. Also das ist sicherlich etwas, was man besser machen kann. Und es gibt auch wirklich tatsächlich Probleme, die zum Beispiel in die Kosten gehen. Also allein durch die Überlastung im Straßenverkehr gehen in Europa über 100 Milliarden Euro pro Jahr verloren. Das ist von einer Studie, die ich dort zitiert habe. In den USA werden 20 Mal mehr Sprit verbraucht, als die gesamten Kleinflugzeuge in den USA im Jahr verbrauchen. Einfach nur, dass wir im Stau stehen. Und das Schlimmste, was mich immer am meisten ärgert, wenn ich nämlich wirklich Zeit verschwende, wenn ich im Stau stehe. Und im Mittel sind wir 50 Stunden pro Jahr stehen wir im Stau. Also, das hat mich wirklich sehr stark motiviert, wirklich dieses Forschungsförderungsprojekt von der EU aufgelegt wurde, mich da zu bewerben und habe da die besten Universitäten und Forschungsinstitute dafür gewinnen können. Das sind die beiden technischen Hochschulen in der Schweiz, das Karlsruhe Institute of Technology, aber auch das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum und einen Helikopter, Spezialisten aus Liverpool. Und wir haben dann dieses Projekt, einen Antrag geschrieben im Jahr 2000, waren glücklich, wir waren eine von zwei, die das dann gewonnen haben und konnten mit unseren Partnern dann an diesen Fragen, nämlich welche eine Herausforderung haben wir eigentlich, wenn wir so etwas so etwas denken wie fliegende Autos, Fluggeräte für jedermann? Was sind da wirklich die Anforderungen? Und wir haben das in vier Teilprojekte zerlegt. Also das erste wäre die Automatisierung. Wir wollen das machen, was jeder Pilot eigentlich macht, der nach Sicht fliegt. Wir wollen diesen Fluggeräten auch das Sehen beibringen und Kameras benutzen, so wie wir jetzt schon viele Kameras auch in den Automobilen haben, die dann Hindernisse und Fußgänger erkennen können. Das nächste Thema ist, können wir das Fliegen so einfach machen, dass man auch einen Autofahrer wirklich zu einem PAV-Piloten machen kann? Und wie kann man die Kontrolle zwischen der Automatisierung, die wir sicherlich benötigen werden, weil man kann nicht jeden Autofahrer zum Helikopterpiloten machen, aber mit Unterstützung durch Autopiloten, wie können wir diese Verteilung machen? Und dann, was für Schnittstellen brauchen wir denn eigentlich? Also was für Steuerelemente und auch was für Instrumente müsste dieses fliegende Auto haben? Und da denken wir eben auch nicht nur an visuelle Instrumente, sondern eben auch an multisensorische Schnittstellen, dass wir alle Sinne des Menschen nutzen, um tatsächlich ein bisschen besser das zu machen, als das, was wir nur mit unserem Sinnesorgan machen können. Und last not least, und das ist sicherlich eines der schwierigsten Herausforderungen, ist, und dafür hatten wir unsere Kollegen vom Karlsruhe, ein Technikfolgenabschätzungsinstitut gefragt, zu gucken, wie ist denn das eigentlich mit der Akzeptanz in der Bevölkerung, was sind da für Vorbehalte und was sind da auch für Ideen, wie man das in vorhandene Verkehrssysteme am besten integrieren kann. Also ich möchte jetzt einfach diese einzelnen Themenbereiche nur ganz kurz mit Beispielen erläutern, dass sie ein bisschen Gefühl dafür kriegen, worum man sich eigentlich wirklich kümmern muss. Man muss sich nicht nur um die Entwicklung von solchen Fluggeräten kümmern,
sondern man muss sich schon das genauer angucken, ne, um das tatsächlich in der Gesellschaft akzeptabel zu machen. So, das erste Thema wäre die Entwicklung robuster Algorithmen, also eine Software, eine Systeme für etwas, was eine sichtbasierte Kontrolle und Navigation erlaubt. Denn das ist das, was auch die Privatpiloten benutzen. Sie gucken in der Regel aus dem Cockpit und machen Hindernisvermeidung, Erkennung von Landeplätzen und machen das auch, und das ist immer die große Herausforderung bei Wind und Wetter, und irgendwann geht es dann eben nicht mehr. Also dann hat man die sogenannten Instrumentenflugbedingungen und dann kann man nur fliegen mit dem Blick nach innen und nicht nach außen, nämlich auf die Instrumente. Aber der erste Schritt wäre also wirklich etwas zu machen, was jeder Pilot eigentlich auch macht, und das aber ersetzen durch eine Intelligenz in den Fluggeräten und Kameras, die die Welt sozusagen aus der Perspektive des Piloten sehen und solche Sachen machen, wie zum Beispiel eine Flugplanung. Und hier sehen Sie so ein Bild. Wir haben das natürlich nicht, weil wir diese Fluggeräte nicht haben. Wir haben keine Personal Air Vehicles. Deswegen haben die Kollegen von der ETH Zürich tatsächlich solche Quadrotoren, die Sie alle kennen, mittlerweile auch im Hobbybereich. Die waren ein bisschen besser. Die haben Kameras an Bord und die haben Computer an Bord. Und die können an Bord tatsächlich solche Hinderniskarten erstellen. Da hierhin zeigen. Also normalerweise machen Sie Landkarten, aber jetzt, wenn Sie sich in der dritten Dimension bewegen, dann brauchen Sie natürlich auch eine Karte, wo vielleicht Hindernisse wie dieser Baum zum Beispiel ist. Das wird in Realzeit tatsächlich von diesen Algorithmen erstellt. Und dann kann man das auch für die zukünftigen Flüge, also während dieses Gerät fliegt, kann es Karten erstellen, die dann auch später zur Verfügung stehen. Und ich zeige Ihnen das jetzt mal ganz kurz, wie das so abläuft. Wir hatten einen Demo-Day am Ende des Projektes an dem Forschungsflughafen in Stuttgart. Hier sehen wir, wie sich so eine Karte aufbaut. Da ist die Kamera an diesem Hexakopter. Und der fliegt gleich in dem Raum, der durch ein Gitter von dem Publikum entfernt ist, damit, falls irgendwas schief geht, natürlich die Zuschauer hier nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Der fliegt jetzt unter der Kontrolle eines Piloten erstmal in dem Raum, baut sich eine Karte auf und dann weiß er aber auch, wo die Hindernisse sind. Und wenn der Pilot ihn zum Beispiel gegen die Wand steuern würde, würde er autonom selber, da hat man es gerade gesehen, abgestoßen werden. Also er kann nicht gegen Hindernisse fliegen. Und wir können auch gleich sehen, also dass das alles funktioniert, also was Sie mit Ihren Hobbygeräten haben, die benutzen alle GPS, das ist alles nur kamerabasiert. Wir haben gerade gesehen, er hat versucht mal den wegzuziehen, aber er hatte den Auftrag, dieses Luftgerät an der Stelle zu bleiben. Und das war eigentlich nur rein visuelle Kontrolle, weil das war in der Halle. Und da funktioniert das GPS-System natürlich nicht. Also das ist auch schon, war schon das Ziel, dass man auch unabhängig ist von GPS, wenn das mal ausfällt, dass das dann auch wirklich funktioniert. Und dann kann man solche Karten erstellen und man kann auch Algorithmen erstellen, wie man die Flugplanung macht. Und hier haben wir einen See, in der Mitte ist das Wasser. Und da gibt es natürlich keine Landmarken, die das Kamerasystem auch erkennen könnte. Deswegen versucht es sich, wenn man vom Start zum Ziel gehen will, tatsächlich am Rand vom Ufer zu orientieren. Und wenn man zu einer Insel fliegen will, wo man übers Wasser gehen will, dann macht er auch automatisch die Höhensteuerung so, dass er immer tatsächlich die Landmarke der Insel dann im Auge hat und tatsächlich visuell diese Ziele ansteuern kann. Also das hat sehr gut funktioniert und er kann auch, und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, also wenn so ein Luftfahrtgerät vielleicht dann doch mal Probleme hat,
dann normalerweise der Pilot sucht so schnell wie möglich einen Landeplatz. Und wenn man einen Helikopter hat, dann kann man eine sogenannte Autorotation machen. Dann geht es zwar ziemlich schnell runter, aber kontrolliert. Und das würde man auch denken, dass man das braucht. Und wie kann aber jetzt der untrainierte Pilot jetzt wirklich einen richtig guten Platz finden, wo man sich auch noch hinsetzen kann? Und da kommt dann wieder das Computer Vision in Spiel, was die Kollegen von der anderen Technischen Hochschule in Lausanne, von der EPFL in Lausanne, die haben verschiedene Algorithmen entwickelt und die getestet an richtigen Bildern. Und das kann ich jetzt hier noch mal kurz zeigen. Also das ist jetzt so eine Flugaufnahme. Und jetzt sehen Sie hier so vier verschiedene Algorithmen, die die Landschaft klassifizieren. Rot ist das, wo man jetzt landen könnte. Und da gibt es einen Algorithmus, der das am besten macht, der dann auch nicht das Wasser klassifiziert hat, was manche gemacht haben. Und im Wasser möchte man natürlich nicht landen. Aber man muss auch wirklich tatsächlich eine ebene Landefläche finden, und das kann man tatsächlich mit Algorithmen nur aus Kamerabildern herausziehen, weil da muss man natürlich schon, und das waren schon auch Grundlagenforschung, Fragen, die dort von unseren Kollegen gelöst worden sind. Also die Oberflächenrekonstruktion geschieht tatsächlich an Bord aus monokularen, also nur aus einem einzelnen Kamerabild. Aber man muss natürlich auch Hindernisse vermeiden. Und da kann man sich etwas zugute machen, was eigentlich jeder weiß, der zur See fährt oder auch fliegt. Wenn Sie irgendwo ein Schiff sehen und das wird immer größer, aber ändert seine relative Position zu Ihrem Segelmast nicht, dann werden Sie ein Problem haben. Dann sind Sie nämlich genau auf Kollisionskurs. Genau das Gleiche mit Flugzeugen. Wenn Sie irgendwann weiter ferne einen kleinen Fleck sehen, der aber seine Position auf der Cockpitscheibe nicht verändert, aber nur größer wird, dann sind Sie todsicher auf einem Kollisionskurs. Und das kann man relativ einfach, ich zeige Ihnen das hier nur ganz kurz, also auch in Algorithmen umsetzen, also nur zur Erläuterung. Es wird größer, aber die relative Position ändert sich nicht. Aber das haben die dann auch getestet, zuerst in YouTube-Videos. Also hier gibt es so ein Spaßvideo, wo ein Flugzeug tatsächlich auf dem Weg zur Landebahn sehr nah über den Strand fliegt. Das haben Sie vielleicht auch schon mal irgendwann gesehen. Und dieses Bild hat man diesem Computeralgorithmus gegeben und der klassifiziert dieses also als ein mögliches Hindernis. Die Badenden da vorne, wenn Sie das ganze Video sehen, die waren dann auch schon in Deckung gegangen. Aber das geht aber auch natürlich nicht nur auf Videos und YouTube-Videos, sondern das geht auch in Realität. Und auf der rechten Seite sehen Sie hier jemand, der einen Quadcopter fliegen lässt als Hindernis. Und wir haben einen anderen Quadcopter, der diese Aufnahmen macht und die Hindernisse on board klassifiziert. Und das lassen wir jetzt mal laufen. Also jetzt sehen Sie gleich hier diese grünen Flecken. Da ist das Hindernis, das fliegende Hindernis, was klassifiziert wird. Aber Sie sehen auch, er macht auch tatsächlich auch Fehler, dieser Algorithmus, und sieht also das weit entfernte Gebäude im Hintergrund als ein mögliches Hindernis, was für die momentane Situation sicherlich kein Hindernis ist, sondern nur das, was sich bewegt. Also es war in den Anfangsphasen des Projektes, das geht mittlerweile viel besser. Aber ich wollte Ihnen auch zeigen, dass es nicht so ganz einfach ist, also aus Bildern wirklich zu erkennen, was ein Hindernis ist und was kein Hindernis ist. Ja, und wenn wir dann nachher wirklich viele von diesen Fluggeräten in der Luft haben und uns herumfliegen, dann und vielleicht, dass wir uns auf Luftstraßen bewegen, dann haben Sie vielleicht so etwas, was die Vögel machen, die in Schwärmen fliegen. Und deswegen haben wir uns auch beschäftigt, und das waren wieder die Kollegen aus Lausanne, die Entwicklung von Schwarmalgorithmen für diese UAVs oder PEVs.
Und die Natur macht uns das vor, dass das eigentlich möglich ist. Sogar nur mit wirklich Onboard-Sensoren, wenig Kommunikation von Vehikel zu Vehikel, von Bird zu Bird, von Vogel zu Vogel. Das ist wirklich eine tatsächlich im Wesentlichen visuell gesteuert. Und ich glaube, Sie haben noch nie einen Vogel aus einem Vogelschwarm herausfallen sehen, weil er mit einem anderen Vogel zusammengestoßen ist. Das ist unser Vorbild der Natur. Aber die Kollegen in der EPFL haben sich auch solche kleinen Fluggeräte mit Kameras an Bord gebaut und die dann rumfliegen. Natürlich nicht in solchen großen Schwärmen, weil sie nicht genügend Fluggeräte haben, aber während dieser Sache gab es keine Kollision. Wenn man mehr Fluggeräte simulieren will, dann macht man das tatsächlich in Computersimulationen, so wie wir das hier sehen, wo dann plötzlich sehr viele stehen und die auch dann ganz andere Hindernisvermeidungsalgorithmen benutzen, nämlich tatsächlich Bord-zu-Bord-Kommunikation, wo jedes Fluggerät weiß für die nächsten Nachbarn, in welchem Abstand und in welche Richtung sie fliegen. Und daraus kann man tatsächlich also das Worst-Case-Szenario konstruieren. Das war in einer Doktorarbeit von einem Kollegen, in einem Doktoranden an der EPFL in Lausanne, der gesagt hat, was passiert, wenn wir die alle ringförmig anordnen und denen die Aufgabe geben, jedes eine Fluggerät auf die andere Seite rüber zu fliegen. Und wenn die alle gleichzeitig losfliegen, dann können Sie sich schon vorstellen, was dann in der Mitte passiert. Und das war genau dieses Szenario, was ich Ihnen jetzt hier in einer Computersimulation Ihnen kurz zeigen will. Wir fliegen jetzt also hinter diesem einen Gerät hinterher und Sie sehen die anderen, wie die Dichte immer größer wird. Jetzt gibt es wenige und dann kommen mehr. Aber Sie werden hier keinen Zusammenstoß erleben. Die Dichte nimmt, jedes weicht dem anderen aus, weil jedes Fluggerät auch weiß, wo der andere gerade zur Zeit hinfliegt und der kann dann entsprechend seine Steuerung so machen, dass er denen ausweicht. Hier sehen Sie das Ganze nochmal aus der sogenannten Vogelperspektive. Also Sie sehen, dass die Dichte wirklich immens zunimmt. Das ist das, was wir vielleicht in Vogelschwärmen haben und trotzdem passiert nichts. Jetzt wollen wir natürlich auch diese Geräte fliegen. Und was wir von den Geräten denken wir immer, wenn wir wirklich von Tür zu Tür fliegen wollen oder also wirklich Punkt zu Punkt. Also ich glaube nicht, dass wir von Tür zu Tür fliegen werden, wie wir das mit dem Auto machen können, weil dazu haben wir nicht den Platz und auch die Akzeptanz von Ihren Nachbarn, wenn Sie da vor der Tür mit so einem Gerät landen werden. Aber wenn Sie wirklich so etwas machen wollen und keine Infrastruktur wie Flugplätze brauchen, sondern vielleicht nur einfach Gebiete, so nicht Park and Ride, aber Park and Fly am Stadtrand, dann müssen Sie wirklich senkrecht starten und landen können. Und das ist das, was Hubschrauber können. Aber ein Hubschrauber zu fliegen ist extrem schwierig und erfordert ziemlich viel Training. Und deswegen haben wir uns gefragt mit den Kollegen in Liverpool, welche Fähigkeiten sollten zukünftige PAV-Piloten haben und wie viel Training braucht man und wie viel Unterstützung brauchen sie von Autopiloten. Und das haben wir hier auch wieder in einer Computersimulation gemacht, verschiedene Algorithmen entwickelt, wie sich so ein Personal Air Vehicle, so ein Luftfahrtgerät, wirklich verhalten sollte, wie sollte man das steuern. Und er hat hier so ein Joystick, wie Sie das von Ihren Computerspielen kennen, mit dem er tatsächlich dieses Gerät fliegen kann und kriegt Unterstützung natürlich. Das verhält sich nicht so wie ein Hubschrauber, weil ein Hubschrauber ist inhärent wirklich instabil. Da dürfen Sie zu keinem Augenblick wirklich den Kontrollstick, den Cyclic-Stick loslassen, weil dann geht der Hubschrauber seine eigenen Wege. Und das ist aber nicht wirklich ein Problem hier, wenn man die richtige Unterstützung hat in diesem Fluggerät. Das ist ein Simulator in Liverpool, der dort benutzt worden ist, um solche Algorithmen zu testen.
Und es ist dann tatsächlich so, er kann dann die Richtung vorgeben, fliegt jetzt seine Kurve und fliegt aber wirklich extrem stabil. Ist überhaupt kein Problem. Er kann auch zwischendrin mal sein Handy rausholen und seine Frau anrufen, dass es ein bisschen zu spät kommt. Das werden sie nie machen in einem Helikopter. Da haben sie ein Problem. Also das kann man durch die richtige Unterstützung, durch Automatisierung machen, aber sie haben immer noch eine gewisse Art von Eigenkontrolle. Ja, und da kommen wir dann auch schon zu dem nächsten Thema, nämlich welche Schnittstellen, was sind die besten Schnittstellen und was brauchen wir auch für Instrumente in diesen Geräten. Und Sie werden sehen, dass man sicherlich nicht so ein Instrumentenpanel haben möchte in so einem Personal Air Vehicle, wie wir das hier so aus dem 747 Cockpit sehen. Also das müsste schon ein bisschen einfacher sein. Möglichst überhaupt keine Knöpfe mehr und vielleicht nur noch ein Joystick. Und das ist das, mit dem wir uns in Tübingen beschäftigen. Also wir versuchen eigentlich, in erster Linie machen wir Grundlagenforschung zur Wahrnehmung und Kontrolle. Wir versuchen, das Gehirn zu verstehen und wie die Welt über unsere Sinnesorgane in den Kopf kommt. Und das sind die Sinnesorgane, es ist nicht nur das Auge, das ist sicherlich ein sehr wichtiges Sinnesorgan, aber ich meine, wir können auch die Welt im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, wir können sie fühlen. Und das ist etwas, was wir ganz gerne auch für die Kontrolle von solchen Vehikeln einsetzen würden, weil wir dann einfach eine bessere Kontrolle hinbekommen, insbesondere wenn vielleicht mal die Sicht auch ein bisschen schlechter ist oder... Wir wollen ja letztendlich wirklich das Fliegen so einfach machen wie das Autofahren oder vielleicht sogar noch einfacher. Und dazu wollen wir eben alle Ressourcen benutzen, also Augen, Gehör, Tastsinn und Gleichgewichtssinn. Und dann wollen wir diese Schnittstellen, die wir entwickeln, natürlich auch testen. Und dazu haben wir bei uns in Tübingen den Cybermotion Simulator entwickelt. Und das ist eigentlich eine Kabine, die am Ende eines Roboterarmes, eines kommerziellen Roboterarmes, hier eines deutschen Roboters, KUKA, dort sitzt eine Kabine, in die wir hineinprojizieren können mit Projektoren. Also der Pilot, der hier seine Steuerinstrumente hat, die Schnittstellen sozusagen zum Fliegen, der sieht aber auch eine virtuelle Welt, die durch zwei Stereoprojektoren in die innere Kabine projiziert werden. Sie sehen das jetzt gleich nur kurz in der Animation, also so könnte das aussehen. Aber natürlich haben wir da auch nicht so ein komplexes Cockpit, das ist jetzt nur einfach, um Ihnen klarzumachen, was die Person tatsächlich auch visuellen Input hat. Aber sie spürt natürlich auch die Bewegung und das ist das, was wir für sehr wichtig finden, dass wir nicht einfach nur tatsächlich eine virtuelle Welt zeigen, sondern denen das wirklich das Gefühl geben, in einem Fluggerät zu sitzen, das sich tatsächlich fortbewegt. Und das kann man mit diesem Roboterarm sehr gut nachbilden. Also da kommt dann das Fühlen dann tatsächlich zum Tragen, aber ich gehe da nachher noch drauf ein. Ja, und dann möchten wir eben tatsächlich auch intuitive Ausgabe- und Eingabegeräte haben. Also in der Luft gibt es ja keine Straßen, aber wir können natürlich Straßen simulieren und sozusagen eine Autobahn in eine Display machen, also sehr simplifiziert hier, sozusagen hier diesen Tunnel, in dem man sich bewegen sollte. Und der gibt einem den Weg vor zu dem Ziel. Das ist auch nicht ganz was Neues, das gibt es mittlerweile schon, diese Tunnel in the Sky Display oder Highway in the Sky Displays gibt es tatsächlich auch in der kommerziellen Luftfahrt schon. Aber was wir noch verbessern wollten, und da kommt wieder diese Multisensorik zum Tragen, wir wollen nicht nur die Straße sehen, weil wir möchten sie gerne auch fühlen, so wie sie als Autofahrer durch das Lenkrad tatsächlich auch die Straße fühlen können. Wie gut liegt das Auto auf der Straße oder wenn es Glatteis gibt, fangen sie an zu schlittern. Das würden wir mit so einem haptischen Stick vorgeben
Und wenn man dann jetzt an die Grenze der Luftstraße kommt, oben, unten, links oder rechts, dann würde man Widerstände an diesem Joystick spüren. Und damit können wir einfach auch eine weitere Quelle für die Rückkopplung geben. Ja, und dann wollen wir natürlich auch wissen, wie gut funktionieren denn diese verschiedenen Schnittstellen und Eingabegeräte. Und das würden wir natürlich ganz gerne auch wissen, was dann im Gehirn passiert. Und hier haben wir so eine EEG-Kappe. Damit können wir die Gehirnströme messen. Und dieses ist eine Auswertung, die wir machen können, während sie verschiedene Aufgaben lösen. Und dann können wir die Arbeitsbelastung messen und sehen, ob das ein oder andere Gerät vielleicht eine geringere oder eine höhere Arbeitsbelastung hervorruft. Und gleichzeitig können wir eben auch noch eine Brille aufsetzen, und zwar einen Eye-Tracker, der die Augenbewegungen misst. Und da können wir dann eben auch sehen, wo die Versuchsperson, das ist alles übrigens bei diesem Demo-Day, den wir in Braunschweig gemacht haben, konnten tatsächlich die Zuschauer an unseren Experimenten teilnehmen. Hier haben wir einen, und jetzt sehen Sie den grünen Punkt hier, das ist dort, wo er gerade hinguckt. Da können wir sehen, also wie macht er die Steuerung, und er spürt auch den Widerstand, wenn er zu nah an die Wände fliegt. Und eigentlich praktisch ohne wirklich jegliches Training kann jeder diesen Tunnel entlang fliegen. Also es braucht vielleicht 5 Minuten, bis man ungefähr versteht, was man eigentlich machen soll. Aber dann ist es wirklich total intuitiv. Also das sind solche Schnittstellen, die wir uns natürlich auch wünschen in zukünftigen Fluggeräten. Ja, dann, ich hatte schon gesagt, dass wir natürlich eine Automatisierung brauchen, aber vielleicht möchte der Pilot ja auch doch gerne nicht die ganze Kontrolle komplett abgeben. Und deswegen haben wir untersucht, wie man am besten eine geteilte Kontrolle machen kann zwischen Pilot und Autopilot und gerade eben mit solchen haptischen Benutzerschnittstellen. Und der Vorteil ist, dass man dem Autopiloten schon also die schwierigen Aufgaben überlassen kann, nämlich die Stabilisierung zum Beispiel eines Helikopters, aber der Pilot trotzdem eingreifen kann in das Kontrollsystem und die neue Richtung vorgeben. Und das sind Fragen, die wir mit einigen von unseren Aerospace Engineers und Kontrollingenieure lösen bei uns in der Abteilung. Das ist also ein aktuelles Forschungsprojekt auch bei uns. Wie macht man am besten die Aufteilung zwischen dem Autopiloten und dem Piloten? Und natürlich möchte man gerne das, was wir in diesem Projekt sozusagen an Grundlagenforschung geforscht haben, auch tatsächlich experimentell validieren. Wir können das in unseren Flugsimulatoren machen, aber am besten wäre es natürlich, wenn man tatsächlich so ein Personal Air Vehicle schon hätte. Aber in dem Jahr, als wir angefangen hatten, 2011 bis 2014, hatten wir nichts, aber wir hatten die DLR, das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum Braunschweig, hat einen fliegenden Helikoptersimulator, wo man die Kontrolle sozusagen, man hat zwischen dem Interface, also zwischen dem Cyclic Stick, also den Flugkontrollgeräten und dem, was nachher an dem Rotor passiert, kann man einen Computer dazwischen schalten. Und der kann so ein Personal Air Vehicle simulieren. Und damit kann man auch natürlich auch andere Kontrollinstrumente und Flugführungsinstrumente ausprobieren. Und das haben die Kollegen von der DLR dann auch gemacht. Und hier sehen Sie zum Beispiel so ein Tunnel in the Sky Display in diesem Flughelikopter. Sie sehen hier Piloten und Co-Piloten. Und die haben dieses Flugführungssystem, also dieses Sichtsystem, das ihnen die Luftstraßen sozusagen vorgaukelt, wo sie jetzt hinfliegen müssen. Aber man kann natürlich auch so extrem gehen, und das haben wir dann auch gemacht und haben gedacht, ein Helikopterpilot muss eigentlich
mit dem Cyclic Stick, ne, gibt er die Richtung sozusagen vor, nämlich die Neigung der Rotorebene nach vorne seitwärts. Er kann ja vorwärts, rückwärts, seitwärts schweben. Das macht man mit dem sogenannten Cyclic Stick. Und mit der anderen Hand hat man das sogenannte Collective. Da macht man eine kollektive Blattverstellung. Damit kann man sozusagen die Steigrate ändern. Und mit den Pedalen muss man die Richtung vorgeben. Und um das zu lernen, und alle diese Eingaben sind natürlich irgendwie rückgekoppelt, und wenn man das eine bedient, dann gibt es, wenn man also wirklich viel Power zieht, dann macht er eine Drehung. Das muss man mit den Pedalen kompensieren. Das ist alles sehr schwer, und da haben wir gedacht, ja, warum geben wir nicht dem zukünftigen Flugführer nicht das, was er eigentlich wirklich kennt, nämlich ein Lenkrad in die Hand. Und das haben wir tatsächlich gemacht. Und Sie sehen das hier in dem Helikopter, dieses Lenkrad auf dem Schoß einer Pilotin. Das ist aber jetzt tatsächlich dann eher mit den Testpiloten gemacht worden. Und die sind tatsächlich mit dem geflogen. Und wir haben da die Vorgaben, also mit den Pedalen geben wir ein Gas, also und mit dem linken bremsen wir und können tatsächlich den zum Stehen bringen und auf der Stelle halten. Die Richtung geben wir mit dem Lenkrad vor, und mit diesem einen Hebel geben wir einfach nur den Steigwinkel vor oder wie schnell wir steigen wollen. Und das ist eigentlich alles wirklich sehr, sehr intuitiv und sehr einfach zu fliegen. Und das konnte man auch an unserem Demo-Day, konnten wir natürlich die Personen nicht im Helikopter fliegen lassen, aber die DLR hat auch einen Helikopter-Simulator, der sozusagen das genau 1:1 abbildet, was in dem richtigen fliegenden Simulator passiert, aber mit einem Simulator, den wir jetzt hier sehen. Also das ist das Simulatorzentrum bei der DLR, und hier sehen Sie schon das Lenkrad im Cockpit. Aber Sie sehen auch dieses traditionelle, den Cyclic Stick. Und jetzt sehen wir gleich einen Zuschauer, der sich in den Simulator gesetzt hat und dieses PAV, dieses Luftfahrtgerät, da in Braunschweig leihen soll. Und er hat große Freude daran, wie Sie sehen, und er lacht. Und dann muss er aber irgendwann die Kontrolle abgeben und gibt einfach das Lenkrad seinem Kollegen, und der fliegt dann weiter. Und das hat tatsächlich an diesem Vorführungstag, den wir da in Braunschweig hatten, wunderbar funktioniert. Er ist hier sehr konzentriert dabei, aber werden wir gleich sehen. Also er will dann auch ein bisschen spielen, also will nicht nur, macht jetzt eine Steilkurve und hat viel Freude daran. Also Sie sehen, der legt sich da schon ganz schön in die Kurve. Und schafft es aber dann tatsächlich, dieses Gerät sicher da auf der Landebahn zu landen und tatsächlich auch noch einzuparkieren. Also im Prinzip sehen Sie, in Simulationen können wir das alles, aber die Kollegen haben es tatsächlich auch in diesem fliegenden Helikopter-Simulator gemacht. Die Testpiloten, die das gemacht haben, die haben gesagt, was ist denn das für eine verrückte Sache? Ich kann doch Helikopter fliegen, warum soll ich jetzt mit dem Lenkrad fliegen? Die haben das erst nicht wirklich verstanden und fanden das also eigentlich nicht wirklich lustig. Aber sie haben es gemacht und es ging. Und das war das, was wir wissen wollten, ob das geht. Aber was wir eigentlich wissen wollten, ist, ob man tatsächlich den Otto-Normalverbraucher von der Straße in so ein Gerät setzen kann, und der kann das bewegen. Und das sah so aus, zumindest in dem stationären Simulator, den die DLR dort hatte. Jetzt möchte ich noch ein ganz wichtiges Thema ansprechen, nämlich das, was vielleicht Sie schon die ganze Zeit umtreibt, um Gottes Willen, was passiert denn dann, wenn wir diese ganzen Geräte dann haben? Und die Sicherheitsbedenken, ökologische Aspekte, den Lärm. Und das haben unsere Kollegen vom dem Technikfolgenabschätzungsinstitut in Karlsruhe in Fokusgruppen untersucht. Und wir haben tatsächlich an drei verschiedenen Standorten das gemacht, weil auch die Technikakzeptanz ist in den europäischen Ländern schon auch unterschiedlich. Und die ökologischen Fragen sind vielleicht auch an verschiedenen Stellen unterschiedlich. In Tübingen sicherlich eher grün.
Und aber in Zürich, und das kam eigentlich bei diesen Interviews dann auch raus, die sagten, ja, also eigentlich wollen wir diesen Lärm da nicht haben, aber wir wissen, also in Zürich hat eigentlich wirklich sehr gute Verkehrsinfrastruktur mit Bahn, Bussen und Straßenbahnen. Das, aber zu einer Rush-Hour, also wenn die Leute morgens und abends zur Arbeit fahren und heimkehren, gibt es eben doch sehr viel Stau auf den Straßen. Und da konnten die meisten sich dann das schon vorstellen. Aber bitte nicht am Wochenende und bitte nicht auch zur Mittagszeit und bitte auch nicht auf meinen Balkon schauen oder meinen Vorgarten rüberfliegen. Also aber über den Zürichsee rüber zu fliegen, das fanden die dann schon gut. Und um einfach die Leute wirklich in dieses Szenario zu bringen, was wäre, wenn sie so etwas hätten, damit sie dann nachher gezielt Fragen beantworten können, hatten wir das eben an den drei Standorten gemacht, wo wir auch Simulatoren haben. Die durften dann erst einen Simulatorflug machen und haben dann gesehen, wie sich das sozusagen anfühlt, mit so einem Gerät zu fliegen. Und dann wurden hinterher Fragen gestellt, und zum Beispiel zur Sicherheit. Und dann kamen solche Antworten, ja, aber bitte nur mit einem Airbag für das gesamte Gerät. Das ist sicherlich auch ein Aspekt, den man, also es wird auch daran in der Helikopterszene gearbeitet. Dann die Sache, die ich schon sagte, also Tausende davon herumschwirren, den Himmel verdunkeln, Lärm und die Umgebung mit Abgasen verpesten, das war zum Beispiel eine Sache, die wir nicht nur einmal gehört haben, als ich mal auf einem öffentlichen Vortrag darüber gesprochen hatte, und das kam dann irgendwann in der Zeitung, gab es natürlich in Tübingen Leserbriefe, und die sich bitterlich beschwert haben über diesen Unsinn, den wir dort forschen. Dann aber, wie gesagt, auf bestimmten Routen, vielleicht über der Autobahn oder im Schienennetz, wo es sowieso schon Lärm gibt, warum nicht? Was für Infrastruktur man braucht, das haben auch viele gesagt, da muss man sich natürlich darüber Gedanken machen, wie müssen die Städte aufgebaut sein, damit sie tatsächlich auch Landemöglichkeiten haben. Ich zeige das nachher noch ein bisschen ausführlicher. Und dann gibt es natürlich zur Frage der Automatisierung. Ich würde vollautomatisch bevorzugen, da ich niemandem anderen vertraue. Ich vertraue der Technologie. Wir haben natürlich auch genau das Gegenteil gehört. Also da gibt es schon sehr differenzierte Meinungen zu dieser Frage der Automatisierung. Und man kann doch einiges daraus lernen, das, was die Kollegen da in Karlsruhe gemacht haben. Also die Reports übrigens von all diesen, das war öffentlich finanzierte Forschung, die sind alle öffentlich, kann man bei uns auf der MyCopter-Page runterladen, also die Forschungsberichte, die wir natürlich dann erstellt haben. Und ja, die Eigentumsfrage, besitzen oder teilen, also da hat sich ja auch in unserer Gesellschaft schon einiges geändert, also dass nicht mehr wirklich jeder ein Auto besitzen möchte, sondern eine Shared-Automobile oder vielleicht überhaupt gar kein Auto. Die junge Generation, meine Kinder wollten überhaupt kein Auto, das ist nur eher lästig, die benutzen die öffentlichen Verkehrsmittel. Ja, das waren jetzt so einige Fragen, die ich nur kurz angerissen habe. Natürlich, wir haben da fast 4 Jahre an noch viel mehr Fragen gearbeitet. Und wie gesagt, dann eben diese Berichte auch geschrieben. Aber natürlich haben wir nichts gebaut, weil das war auch nicht unser Ziel. Und da wäre auch diese Großzüge, das Funding auch längst nicht ausreichend gewesen. Aber es hat sich einiges getan. Und auch nicht nur bei uns in Europa, sondern die NASA hatte eine Studie zu fliegenden Taxis. Und das war vom Jahr 2015, also das war nach dem Ende von unserem Projekt. Und ja, ich meine, mit Computergrafik kann man viel machen. Ich habe dieses Video vom Netz runtergeholt. Also so haben sich die NASA-Leute das vorgestellt, wie so ein persönliches Fluggerät aussehen könnte, mit dem man dann vom Dach des Arbeitsplatzes, vom Hochhaus abhebt und dann nach Hause fliegt. Und das ist natürlich das Land, es ist natürlich hier in Computergrafik sehr amerikanisch.
im Vorgarten von der Villa mit dem Swimmingpool. Das geht natürlich nur, wenn man keine sehr hohe Populationsdichte hat und entsprechendes Geld hat für so ein Fluggerät. Aber man muss es ja auch nicht unbedingt haben. Man kann ja auch ein Flugtaxi nehmen und da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Aber in Deutschland ist eigentlich schon viel früher einiges passiert. Und es gibt einen Physiker aus der Nähe von Tübingen, der auch ein Tüftler ist und viel mit Hobbyteilen gearbeitet hat. Und der hat sich so ein eigenes Fluggerät aus Hobbyteilen zusammengebaut und war mutig genug, sich da auch tatsächlich da drauf zu setzen. Und dieses Video ging um die ganze Welt. Und der hat also sehr, sehr, sehr viel Zuspruch und bekommen und viele Zuschriften, hat aber auch ein Schreiben vom Regierungspräsidium, ein Strafzettel bekommen, dass er natürlich unerlaubt sich in die Luft bewegt hat mit einem nicht zugelassenen Fluggerät. Das hat ihn aber weniger gestört, weil er nämlich mit seinen Partnern dann einen Kickstarter-Funding gestartet hatte. Und hat so viel Zuspruch, gerade in sehr, sehr kurzer Zeit eine ganz große Menge Geld eingesammelt, sodass er dann tatsächlich anfangen konnten, so etwas weiterzuentwickeln. Und schon 2 Jahre später sind sie in Karlsruhe in einer Sporthalle, haben sie dieses Gerät fliegen lassen, nicht mit jemandem an Bord, sondern ferngesteuert, wie sie das mit ihren Drohnen auch machen. Aber das flog sicher. Und dann nochmal 3 Jahre später hat einer der Gründer sich in dieses Gerät reingesetzt und hat den ersten Testflug gemacht. Und das war als Luftfahrtgerät zugelassen worden, als Experimentalflugzeug zugelassen worden. Das war also abgesegnet, er hat keinen Strafzettel bekommen. Und man kann also in relativ kurzer Zeit mit gar nicht mal so wahnsinnig viel Geld, was sie bekommen haben, tatsächlich so ein Gerät bauen. Und das ist tatsächlich, also die haben jetzt eine Zulassung für einen Man-Carrying-Multicopter bekommen, um auch ein Permit to fly. Aber es ist natürlich noch nicht wirklich kommerziell erhältlich. Aber die arbeiten sehr stark daran und haben tatsächlich auch schon tatsächlich in Dubai autonome eine Testflüge gemacht. Dubai war sehr daran interessiert, an diesem Konzept eine Air-Taxis zu entwickeln und die Luftfahrtbehörden in Dubai waren sehr kooperativ mit denen und haben dann die ersten unbenannten Testflüge vor einem Jahr erlaubt. Und hier sehen Sie dieses Gerät, was da an der Skyline von Dubai entlang fliegt und stabil fliegt. Aber natürlich nicht sehr lange. Sie fragen sich sicherlich, weil das hat Elektromotoren, ist mit Batterie betrieben. Das fliegt vielleicht 20, maximal 30 Minuten. Aber sie haben sich auch Gedanken gemacht, und das ist das letzte Video, was ich noch kurz zeigen wollte hier. Das sind autonome Flugtaxis, die elektrisch betrieben sind und senkrecht starten und landen können. Wir haben schon bewiesen, dass die Technologie funktioniert. Jetzt ist die Welt auch bereit, unsere Vision zu sehen, was wir denn in 10 Jahren in den Innenstädten erleben werden. Wir von Volocopter entwickeln nicht nur das Fluggerät, sondern zeigen nun auch erstmals, wie konkret der Volocopter als Verkehrsmittel in die Megacities dieser Welt integriert werden kann. Es ist sehr einfach, eine Volocopter-Route einzurichten. Ich brauche nicht mehr als einen Start- und Landepunkt, beispielsweise am Flughafen und im Stadtzentrum. Um dann die Kapazität weiter zu erhöhen, brauchen wir auch zentrale Punkte mit der notwendigen Infrastruktur. Und das ist ein Hub. Ein Hub ist wie ein Bahnhof, an dem in der Stunde bis zu 1000 Leute abgewickelt werden. Die Abwicklung der Volocopter und der Passagiere ist in einem Hub einfließendes System. Konkret kann man sich das so vorstellen. Wenn ich auf den Hub anfliege, lande ich auf einer Plattform und werde dann in das Gebäude transportiert. Dadurch ist der Landeplatz in sehr kurzer Zeit wieder frei für das nächste Fluggerät. Also wir sehen, das ist natürlich Computergrafik, das braucht noch ein bisschen, aber die Idee
sprechen. Ist klar, ich will das jetzt nicht hier ewig lange weiterlaufen lassen. Sie können übrigens das Video auf der Homepage von Volocopter sehen, da habe ich es nämlich dann runtergeladen. Aber es ist nicht die einzige Firma, die in Deutschland in dieser Richtung arbeitet. Es gibt Lilium, die Lilium GmbH, die in der Nähe von München sitzt und von Luftfahrt- und Raumfahrttechnikern von der TU München gegründet worden ist. Und jetzt, glaube ich, letztes Jahr 90 Millionen von China bekommen habe, um tatsächlich so ein Gerät zu entwickeln. Und die haben auch schon ihren ersten Testflug gemacht. So you have an airplane that takes off vertically like a helicopter. But once it's in the air, it accelerates into forward flight and flies with wing-borne lift. And this way it achieves much higher speeds than cars, but also higher speeds than a helicopter. So connectivity is what it's all about. Also der erste Prototyp davon fliegt und die mit dem Funding, was sie jetzt haben, bin ich ziemlich optimistisch, dass da sehr viel passiert. Mitarbeiter von mir haben sich dort beworben, also die suchen Leute ohne Ende, auch Volocopter. Ein Mitarbeiter von mir ist jetzt bei Volocopter gelandet, um dort an den Regelungssystemen zu arbeiten und den Mensch-Maschine-Schnittstellen. Aber auch die ganz Großen sind aufgewacht. Airbus hat das Projekt Vahana kreiert. Und wir hatten damals am Ende von unserem Auslauf von unserem MyCopter-Projekt auch Airbus angefragt, aber ich habe irgendwie vergessen, mich direkt an den CEO zu wenden, sondern vielleicht die unteren Ebenen gefragt und die waren überhaupt nicht interessiert. Ich glaube, zu der Zeit wäre auch der CEO Tom Enders nicht interessiert gewesen und hätte eher eine Spielerei gesehen, aber mittlerweile mit so vielen anderen, die da jetzt aktiv geworden sind, sagt er selber, it's not crazy to imagine that one day our big cities will have flying cars making their way along the roads in the sky. Und die Airbus Group ist sehr stark involviert in der Entwicklung. Aber auch, und das zeige ich Ihnen noch ein nettes Video, mit einer italienischen Designfirma, Ital Design, eine Vision. Sie sitzen im Café und bestellen ihr Auto über das iPhone. Sie steigen ein, das Auto erkennt sie, macht das Interior, das ist eine Design Company, nach ihrem Gusto und fährt dann los, um dann zu einem Punkt zu kommen, wo Airbus mit seinem eine Quadcopter sie abholt und dann die weiteren Strecken zu einem anderen Teil, Stadtteil, wo sie dann vielleicht weiterfahren können und sie damit den Verkehr umgehen können. Also das ist, wie gesagt, eine Designstudie, aber es gibt jetzt mittlerweile eine ganze Gruppe, die an diesem Projekt arbeitet. Auch Uber interessiert sich extrem für dieses Thema. Uber will selber nicht wirklich solche Flying Cars entwickeln, aber die Konzepte dafür. Uber macht auch keine Autos, sondern benutzt die Autos der Leute und kassiert ein gutes Geld für das Management. Das haben sie sich auch gemacht und die haben auch ein White Paper geschrieben, wie das ungefähr aussehen würde. Ähnlich zu dem, was wir eigentlich gemacht haben, bloß nicht für die Bay Area. Die haben das für die Bay Area gemacht und wir haben das für Frankfurt gemacht. Und also Sie können es nicht lesen, ich kann es fast auch nicht lesen, aber wenn man von San Francisco nach San Jose fliegt, dann kann man das ungefähr in 15 Minuten machen. Mit dem Zug sind es 2 Stunden 12 Minuten. Und mit Uber X wären es 1 Stunde 40 Minuten, also sie sparen haben eine erhebliche Zeitersparnis. Und sie haben sich auch Gedanken darüber gemacht, sie haben sich sicherlich auch Gedanken gemacht, wie teuer wird denn das Ganze. Also die haben auch eine Analyse gemacht, wie teuer wird denn das ungefähr. Also so ein mittlerer viersitziger Helikopter, das wissen wir, der kostet ungefähr 500.000. So ein Gerät, was Sie sich da vorstellen, das wäre in geringen Stückzahlen 1,2 Millionen kosten.
Wenn Sie die Stückzahlen auf 500 erhöhen, dann sind Sie bei 600.000, bei 5.000 Units sind Sie dann vielleicht bei 200.000. Das ist immer noch zu teuer, um sich selber so etwas zu kaufen. Aber für Taxi, Lufttaxi-Unternehmen wäre das, glaube ich, kein Thema. Wenn die Auslastung wirklich groß ist und die müssen ja nicht in der Garage stehen, diese Geräte, sondern die können ja die ganze Zeit bewegt werden. Ja, ich hatte schon gesagt, also ich meine, ich habe hier nur eine kurze Liste. Also mittlerweile gibt es über 50 Firmen weltweit, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Deswegen bin ich auch wirklich überzeugt, dass die kommen. Es gibt sogar noch ganz verrückte andere. Es gibt die Hoverbikes. Dubai hatte auch schon Interesse gesagt, mit so einem Hoverbike die Polizei fliegen zu lassen. Also, und es gibt auch Konzepte, wie man sozusagen so etwas, was wir von Lilium gesehen haben, dass man eine Fläche hat, aber dass man die Fläche dann auch anklappen kann, sodass man sogar in einem normalen Parking, einen Parkplatz für ein normales Auto das unterstellen könnte. Also es wird an allen Enden und Ecken wird an solchen Sachen geforscht und jeder möchte einen Teil von diesem Kuchen jetzt abhaben. Deswegen bin ich ziemlich überzeugt, dass die PHEVs kommen werden. Fragen Sie mich jetzt nicht genau, aber wann, aber ich denke, in den nächsten 5 bis 10 Jahren werden wir doch einiges sehen. Werden Sie unsere Verkehrsprobleme dann wirklich lösen? Also ich denke, das autonome Fahren wird schon einen großen Teil lösen können. Also wir können sicherlich, wenn wir wirklich Car-to-Car-Kommunikation haben und die Autos wirklich selber fahren lassen, können wir natürlich die Dichte auf den Straßen erhöhen. Also wir können also auch Staus vermeiden. Und die Automobilhersteller kümmern sich natürlich jetzt nicht nur um die Technologie für die Automatisierung, sondern aber auch um die Fragen der Regularisierung, rechtliche Fragen, wer ist schuld, wenn etwas passiert, wie wir das gesehen haben mit Tesla. Also da wird auch an allen Ecken und Kanten geforscht und das ist dann unmittelbar auch übertragbar, denke ich, auf die dritte Dimension. Deswegen, also ich glaube, das hilft sicherlich, aber selbstfahrende Autos allein werden die Verkehrsprobleme nicht lösen. Deswegen denke ich, dass die dritte Dimension tatsächlich ganz neue Möglichkeiten bietet. Und jetzt ganz zum Schluss, ich glaube eine Stunde haben wir jetzt, wollte ich doch nur ganz kurz sagen, auf die Frage, die Herr Rosenzweig mir eigentlich gestellt hat mit dem Titel des Vortrages, wie fühlt sich ein fliegendes Auto an? Also ich muss sagen, das ist wirklich schwer in Worten zu vermitteln. Ich habe jetzt eine ganze Stunde geredet. Aber um das selber zu fühlen, müssen Sie vielleicht nach Tübingen kommen und mit unserem Simulator fliegen. Wir haben nämlich mittlerweile noch einen anderen Simulator gebaut bei uns im Institut mit einem Doktoranden, der Cable Robot Simulator. Und das ist eigentlich die ideale Plattform, um beliebige PAVs tatsächlich zu testen und zu sehen, wie sich das anfühlt, wenn man sich durch die Luft bewegen kann. Und das möchte ich Ihnen nur ganz kurz zeigen mit diesem letzten Video hier. Also wir haben einfach nur einen Sitz auf eine Plattform geschraubt und das ist unsere eine Chefprogrammiererin, die hier einen Testride macht. Wir haben wirklich sehr starke Kabel, das ist ziemlich sicher, das ganze System. Und wir können über diese Kabel und die Rollen, die in den Ecken dieses Raumes aufgespannt sind, in allen Richtungen uns bewegen und auch rotieren. Und wir haben ziemlich starke Motoren, wir haben insgesamt 475 PS, also wir können schneller besteuern als jeder eine Formel 1 Car, machen wir natürlich in der Regel nicht, weil wir dann auch gleich schnell wieder abbremsen müssen, weil wir am Ende der Halle sind. Aber wir können dann mit virtueller Realität, die haben jetzt so ein Helmet-Mounted Display, was Sie auch alle kennen aus der Spieleindustrie, jetzt virtuelle Welten erzeugen und sie durch die Gegend fliegen lassen. Und das ist etwas,
was wir tatsächlich auch in diesem in der Show für Naturwunder mit dem Dietmar Bär gemacht haben. Der hat nämlich dann tatsächlich, wir haben ihm eine PEV-Steuerung in die Hand gegeben und er sollte mal so ein Gerät fliegen. Aber wir haben es wirklich ein sehr schlechtes PEV. Wir haben ihm eigentlich eher einen Helikopter an die Hand gegeben, mit ein bisschen Unterstützung. Und haben ihn dann gefragt, und das war die Quiz-Sendung in diesem Frage, was passiert, wenn Sie jetzt in eine Wolke fliegen oder wenn der Nebel kommt? Wie lange können Sie dann noch die Kontrolle haben? Und das ist etwas, was uns natürlich wieder interessiert auch. Wie gut ist eigentlich unser Seesystem? Und ich kann Ihnen sagen, also wenn wir mit dem Helikopter in eine Wolke fliegen, haben Sie null Überlebenschancen. Und das haben wir damit auch demonstriert in dieser Fernsehshow. Also ich glaube 20 Sekunden oder so hat er den stabil halten können und dann ist er abgestürzt. Natürlich nicht wirklich abgestürzt, sondern wir haben dann die Simulation unterbrochen. Ja, ich möchte Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit und ich muss natürlich auch meinem Team danken. Also es ist ein Teil meiner Gruppe, die sich ausschließlich mit diesen Fragen für eine Bewegungswahrnehmung, multisensorische eine Bewegungswahrnehmung und auch diese Simulatoren mitgebaut hat. Das ist eine wirklich sehr aktive interdisziplinäre Gruppe von Physikern, Biologen, Luft- und Raumfahrtingenieuren, Computer Science Ingenieuren, aber auch Technikern. Also wir sind in der glücklichen Lage, dass wir so ein gutes Team haben, um dort wirklich Grundlagenforschung, aber auch ein bisschen jetzt angewandte Forschung zu machen. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Bülthoff. Wir haben genügend Zeit für einige Fragen und für Diskussion. Sie haben sicher gemerkt, dass es sich nicht um Science Fiction handelt, sondern um reale Pionierarbeit. Wer möchte sich melden? Wenn ich selbst so ein Gerät habe, so ein Quadcopter, mit dem ich fliegen kann, ich hatte mal so ein Teil, dann kann ich das zum Beispiel mit dem Handy sogar machen, ja. Eine Handysteuerung. Ich kann jetzt bezüglich Ihrer letzten Bemerkung, wenn ich den jetzt zum Beispiel irgendwo in die Wolke fliege, kann ich den wahrscheinlich minutenlang da drin halten. Ich kann den durch eine Wippbewegung von meinem Handy die Höhe gewinnen oder runterfliegen. Der steuert automatisch auch, der passt auf, dass er nicht abstürzt. Also ich mache was ganz Verrücktes. Die Frage ist, wieso ist das so viel komplizierter jetzt, liegt das an der Dimensionierung oder wie immer, wieso kann ich diese Hilfssysteme, die ich in so einem Spielzeug im Prinzip drin habe, nicht dazu nutzen, auch so ein Helikopter oder was sicher zu machen? Ja, nee, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und die Firma Volocopter hat genau das gemacht, nämlich die hat die Firma Aztec gefragt, an diesem Projekt teilzunehmen. Die machen nämlich die etwas größeren, also die nicht der Orbipilot hat, weil die kosten ein paar tausend Euro. Das sind Forschungs-Quadcopter, die tatsächlich diese Regelung eingebaut haben. Und die haben diese Regelung jetzt auch adaptiert an den Volocopter. Und der macht das Fliegen des Volocopters auch tatsächlich so einfach. Weil sie haben sozusagen schon den Autopiloten drin und benutzen nur noch den Joystick, so wie sie das mit dem Handy, mit dem Kippen des Handys machen. Das ist tatsächlich der Weg und das geht alles so einfach. Es gibt tatsächlich auch Autopiloten für Helikopter, aber nur für die ganz großen Helikopter, weil das irrwitzig teuer ist. Aber mit diesen elektrischen Multikoptern, wo wir jeden einzelnen Motor über einen Elektromotor ansteuern können und sehr schnell regeln können, ist das alles sehr viel, viel einfacher geworden. Deswegen also sehe ich eine große Zukunft tatsächlich in diesen Multikoptern und den Regelungsalgorithmen, die dafür auch entwickelt worden sind. Ja, Herr Professor Bülthoff, Sie haben ja im Wesentlichen die Thematik der Steuerung jetzt in Ihrem Vortrag vorgestellt. Soweit ich das übersehen habe, waren das im Wesentlichen auch elektrische Antriebe, die Sie vorgestellt haben. Ja. Rolf Henke, der Chef von DLR, sagt ja eigentlich, er hat große Skepsis
dass solche Systeme innerstädtisch irgendwelche Lösungen brauchen, darstellen. Ja. Weil einfach die Akzeptanz in der Bevölkerung bezüglich Lärm, Wind, Gefährlichkeit und so weiter dazu führen wird, dass das nicht passiert. Und darüber hinaus kommt natürlich speziell bei den elektrischen Antrieben die sehr, sehr geringe Reichweite zum Tragen. Es ist auch, soweit ich weiß, nach den Kalkulationen der NASA nicht absehbar, dass sich die Energiedichte in Batterien, also bezogen auf Lithium-Ionen-Batterien, im Laufe der nächsten 10 Jahre brachial erhöhen werden. Brachial sicherlich nicht, ja. Also man geht vielleicht von einer Verdoppelung aus, ja, und liegt dann bei, ich glaube, 500 Wattstunden oder sowas. Also im Vergleich zu Kerosin im Faktor, hätte Kerosin im Faktor 26 zu bieten. Ja. Ist dann überhaupt der elektrische Antrieb eine Lösung für unsere Probleme, die, sagen wir mal, über kleine Taxifahrten innerhalb der Megacities hinausgehen? Ja, also das natürlich elektrische Antriebe, das nur ganz kurz, also Siemens ist da relativ auch aktiv, sogar mit Airbus, dass elektrische Antriebe auch für ganz große Flugzeuge mit Hybrid und mit Turbinen an Bord anzugehen. Aber wir haben eigentlich in erster Linie das Problem untersucht, was mich einfach immer wirklich extrem nervt, ist im Stau zu stehen, gerade wenn man auf dem Weg zur Arbeit. Und ich meine, das ist etwas, wo Sie vielleicht tatsächlich mit einer Reichweite von einer halben Stunde auskommen. Also Sie wollen nicht länger als eine halbe Stunde zur Arbeit fliegen, dann würden Sie nämlich schon wirklich 150 oder 100 Kilometer weit entfernt sein. Das sind die meisten sind in der Gegend von 20 bis 30 Kilometern. Also wenn man das lösen könnte, wenn man ein Shuttle-Service machen würde, dann denke ich, reichen 20 Minuten wahrscheinlich aus. Und das ist das, was Volocopter bisher auch sagt, das, was sie in diesem Szenario dann gezeigt haben, wie es dann aussehen könnte, mit Schnellwechseln von Batterien und die dann dazwischen geladen werden. Also man muss halt ein großes Pack von Batterien haben mit einer Schnellwechselvorrichtung. Also das wäre schon ein Szenario, was man sich für Megacities schon vorstellen könnte. Aber natürlich für lange Distanzen, und das habe ich auch ganz am Anfang gesagt, für lange Distanzen haben wir ganz gute Verkehrssysteme. Und das Beste ist der Zug. Ich bin heute auch mit dem Zug gekommen. Also da brauchen wir das vielleicht nicht unbedingt. Aber für die kurzen Distanzen, wo es wäre eigentlich wirklich gut, weniger Autos auf den Straßen zu haben und mehr auf den Zug zu bringen, das sind aber andere Fragen, die man da lösen müsste. Aber Sie haben recht, also mit dem Chef von der DLR, wir haben an diesem Flugtag auch Interviews gegeben, da waren wir tatsächlich eine sehr unterschiedliche Meinung. Er ist ein totaler Skeptiker, ich bin der Optimist und ich glaube, ich werde gewinnen, weil es ist passiert. Also als wir dieses 2014 dieses Interview gegeben haben, war ich vielleicht selber noch ein bisschen skeptisch, aber mittlerweile bin ich wirklich ein Optimist. Dass eine von diesen 50 oder über 50 Firmen wird vielleicht den Durchbruch schaffen. Und einige von den Städten, von den Megacities, also das Interesse ist immens. Uber, der Kollege von der NASA, den kenne ich sehr gut, den treffe ich, hatte ich früher auf diesen Meetings auch oft getroffen, auf den Helikopter-Meetings. Der reist durch die Welt und spricht mit den Behörden und den Governments und also das Interesse ist groß. Und es gibt Leute, die sich ernsthafte Gedanken machen, auch über die Regulierungsfragen. Also, aber Sie haben recht, also wenn man es ökologisch auch sinnvoll machen will, bin ich davon überzeugt, dass elektrischer Antrieb in der Übergangsphase ein Hybridantrieb, also dass man noch einen Generator an Bord hat, der mit einer viel höheren Energiedichte von Kerosin, Benzin oder was auch immer, eine Gas, tatsächlich, das ist unschlagbar. Da werden wir mit den Lithium-Ionen-Akkus nicht hinkommen.
in absehbarer Zeit. Ich habe eine Frage zur Skalierbarkeit. Ja. Wenn jetzt 20 Leute fliegen, dann ist der Stau nach wie vor da und im Zweifel sitzen sie immer noch im Stau. Also müsste man ja ungefähr die Hälfte aller Verkehrs- oder ein Drittel. Also in München hätten sie da jeden Tag 100.000 Leute in der Luft. Wie soll das funktionieren von der Skalierbarkeit? Ja, nee, ich glaube nicht, dass ich glaube 10% würden schon einen ziemlich großen Unterschied machen. Und natürlich, also ich denke, zuerst werden wahrscheinlich wirklich die autonomen Fahrzeuge schon eine erhebliche Erleichterung bringen, weil wir da schon auch eine viel höhere Dichte fahren können. Aber irgendwann ist das auch zu Ende. Und alles, was sie wirklich von der Straße wegnehmen, denke ich, wird helfen. Aber natürlich Hunderttausende über München, glaube ich, auch nicht in absehbarer Zeit daran. Ja. Wenn Sie noch Zeit haben, zeige ich Ihnen noch ein Video. Das kommt aus der Schweiz. Und die hatten eigentlich auch eine ganz gute Idee. Und wirklich ein bisschen das, was wir auch in unserem Projekt angesprochen haben, nämlich über den Autobahnen zu fliegen und einen Shuttle-Service einzurichten. Und haben wir noch den Ton? Haben wir nicht? Doch. Unsere Straßen sind zu Hauptverkehrszeiten komplett überlastet. 2013 wurden in der Schweiz über 33.000 Staustunden registriert. In volkswirtschaftlichen Zahlen ausgedrückt, verursacht diese unproduktive Zeit Kosten von rund 1,62 Milliarden Schweizer Franken. Der Ausbau unserer Autobahnen verschlingt wertvolles Kulturland und kostet darüber hinaus viel Geld. Im Schnitt 60 Millionen Schweizer Franken pro Kilometer Nationalstraße. Eine dritte Spur zwischen Bern und Zürich würde schätzungsweise 10 Milliarden Schweizer Franken kosten. Es ist Zeit für ein visionäres neues Mobilitätssystem. Eines, das den effizienten, schnellen und ressourcenschonenden Personentransport zwischen den 10 größten Städten der Schweiz sicherstellt. 50 Meter erhöht über den bestehenden Autobahnen wird ein neuer Flugkorridor geschaffen. Dieser reicht von Genf bis St. Gallen und von Luzern bis Basel. In kurzen Zeitabständen verkehren 12-plätzige Hightech-Multikopter zwischen den Großstädten respektive ihren Hubs. Und dies sicher und ohne Stau. Die Multikopter sind mit neuester Navigations-, Kollisionsschutz- und Sicherheitstechnologie ausgerüstet. Mit Flügen im Minutentakt und bei einer Transportkapazität von 1.500 Personen pro Stunde verkehren in Stoßzeiten zwischen Bern und Zürich bidirektional bis zu 120 Multikopter. Dies ohne Verbrauch von Kulturland und ohne Ausbaukosten der Autobahn. Das neue System ist effizient. Hochleistungsbatterien der nächsten Generation versorgen die mit hohem Wirkungsgrad ausgestatteten Elektromotoren der Rotorblätter. Der hier eingesetzte Strom kommt aus erneuerbaren Energiequellen. Die Multikopter fliegen nach Bedarf, also erst, wenn die 12 Plätze alle besetzt sind. Vom Hub der Zieldestination gelangt man mit den lokalen öffentlichen Verkehrsmitteln rasch zum Zielort. Also da ist die Integration vorgestellt und das kann ich mir sehr gut vorstellen, was natürlich ein bisschen visionär ist. Die werden nicht so lange fliegen mit den Elektromotoren, das was Sie schon angesprochen haben. Also da muss eine andere Energieträger sicherlich noch dazukommen, aber mit solchen Geräten können Sie schon einen ziemlich hohen Durchsatz machen, ohne tatsächlich jetzt über die Städte zu fliegen. Aber also ich fahre oft in die Schweiz und gerade diese Autobahn zwischen Zürich und Bern nervt ungeheuerlich. Und ich meine, wir haben hier bei uns in Deutschland auch solche Autobahnen. Also wenn man da ein Verkehrssystem hätte, was vielleicht auch was die Lilium-Leute denken mit Flächen, also der Volocopter hat keine Tragflächen. Ich denke, Tragflächen wären sicherlich gut und könnten auch schneller fliegen.
Also wenn man da solche Systeme hätte, die man auch nicht selber fliegen muss, sondern das wirklich ein Zugsystem in der dritten Dimension ist, mehr oder weniger, oder ein Bussystem in der dritten Dimension. Ja, vielen Dank für diesen Film als Zugabe. Wir haben unterdessen zwei neue Wortmeldungen und sollten dann auch langsam zum Ende kommen. Bitte schön. Ich bin nicht Pessimist, aber als ehemaliger Sichtflugpilot, Flächenflieger allerdings, musste ich etwa 40% meiner geplanten Flüge, wetterbedingt stornieren. Ja. Wie sieht das in der Praxis dann aus? Ja, also das ist sicherlich, also wir haben dieses Szenario gehabt von Sichtflugpiloten und wir hatten auch das geguckt, Wetterberichte für die Frankfurt Area, da ist tatsächlich ein Großteil der Zeit, wo das noch nicht wirklich möglich ist. Also da wäre dann in einer späteren Phase die Vollautomatisierung sicherlich dann der Weg aus diesem Dilemma, weil dann brauche ich keine Sichtflugbedingungen mehr, so wie ein Instrumentenflieger auch keine Sichtflugbedingungen hat, weil er ferngesteuert wird. Aber ich glaube nicht, dass wir so viele Geräte durch die zentrale Luftverkehrskontrolle fernsteuern sollten, sondern dass alle Geräte, die dann in der Luft fliegen, in diesem Luftkorridor fliegen, miteinander kommunizieren und den Abstand und die Vorfahrtsrechte sozusagen untereinander aushandeln. Und zwar nicht durch einen Menschen, sondern durch einen Computer. Letzte Wortmeldung, Sie. Halten Sie es für realistisch, dass wenn ein 40 oder 50 Jahren, keine Ahnung, dass dann ein Otto-Normalverdiener sich auch so ein PAV kaufen kann? Naja, also ich meine, wenn Sie einen Volkswagen in kleinen Stückzahlen herstellen, dann hätten Sie sich auch nie einen Volkswagen kaufen können. Aber die Idee ist natürlich schon, wenn Sie große Stückzahlen haben, und Uber hat eine Abschätzung gemacht, jetzt mit 5.000 Stück, wenn Sie da in die Bereiche kommen, mit denen die Automobilunternehmen operieren, dann können Sie sicherlich etwas sehr leicht und sehr billig machen. Mit den Quadcoptern, mit denen wir gearbeitet haben, mit den Forschungsquadcoptern von einer Münchner Firma, die haben 5.000 gekostet, was Sie jetzt im Supermarkt kaufen können, kostet vielleicht 50 oder 100 Euro, wenn Sie ein ganz gutes Gerät haben, auch schon mal von den Chinesen noch mal ein paar mehr Euro. Aber im Kleinen, da sind schon die Stückzahlen da und haben also die Preise extrem gesenkt. Wenn Sie das jetzt auf eine größere Geräte skalieren, auf Autogröße, dann denke ich, wird es wahrscheinlich nicht wirklich viel mehr kosten müssen als ein Auto. Es sind eigentlich viel weniger Teile dran als im Auto. Ja, ich denke, wir haben uns heute Abend mit diesem Zukunftsthema gut angefreundet. Ich darf ansagen, nach dem Vortrag ist vor dem Vortrag. Ich hatte ja gesagt, das ist der letzte Termin der Reihe vom Reiz der Sinne, aber es wird eine Nachfolgereihe geben vom Reiz des Übersinnlichen, ebenfalls alle 14 Tage, Dienstagabend hier im Planetarium. Der erste Termin ist der 12. Juni, genau in 2 Wochen. Dann wird der Philosoph Nikhil Mukherjee sprechen und ein Plädoyer abgeben für den gesunden Menschenverstand. Was genau das bedeutet, kann dann diskutiert werden. Wenn Sie schon öfters solche Vorträge besucht haben, wissen Sie, dass es unten fränkischen Wein vom Weingut Probst gibt. Und Sie wissen auch, dass selbstverständlich der Referent eine Weinflasche bekommt. Herzlichen Dank, Herr Professor Bülthoff. Ein Frankenwein, sehr schön. Herzlichen Dank. Ja, danke. Thank you.